Ja, moin, willkommen zurück zu The Outbound Ghost. Beim letzten Mal hatten wir einen schweren Kampf hinter uns. Wir haben den ersten Kampf verloren in dem Spiel. Gegen das Figment Angst. Was ich jetzt ins Team nehme, weil es ist, glaube ich, einfach der bessere Tank. Weil das Ding kann halt uns selbst Major Defense geben. Kann auch sheltern. Und es kann die Defense von Gegnern senken. Konnte der andere nicht. Ziemlich nice ist, würde ich sagen. Und hat 161 Defense und Callousness hat gebufft 120, also, ne? Yep. Du kriegst aber auch nochmal Defense ab. Hat denn Callousness noch gehabt? Wollen wir ihm Burn geben, damit er auch, ja. Hat der Callousness denn noch? Nochmal Defense ab. Wenn der jetzt so viel Healings, Healing braucht er, glaube ich, gerade nicht. Hat auch nur ein AP, also kann ich das hier auch nicht benutzen. Nee. Use HP, but halves SP. Nee. Hat halt nicht so viel HP. Okay, dann muss ich vielleicht doch auf Defense noch gehen. Okay. Ja. Schauen wir mal, wie der sich so macht, der kleine Mann. So. Wo geht's hier lang? Die Fackeln haben wir ja angemacht, um diese Höhle zu öffnen beim letzten Mal. Ah, in Ravenside sind wir jetzt. Nice. Okay. Damn. Da ist ein Lagerfeuer. Ach du Scheiße, ist das groß. Holy moly. What the hell? Wow, hier hat sich sehr verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Ja. Es ist fast schon lebendiger, wenn alle tot sind. wie werden wir wohl Adrian finden? Alter, das ist der einzige rote Geist. Weit und breit. Ihr werdet den schon finden. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Ich weiß die Lösung. Mein alter Freund Roald ist der Deputy of Ravenside, Polizeichef von Ravenside, glaube ich. Ich glaube, er weiß, wenn hier jemand durchkommt. Er ist wahrscheinlich in seinem Büro. Ah, okay, cooles Büro, ein Stein. Was wenn er aufgestiegen ist? Viele Leute sind aufgestiegen, wo ich herkomme. Der Typ hat so viel Trauma, dass er niemals aufsteigt, nicht in einer Million Jahre. What the fuck? Ich würde gerne mit Bill reden, also. Wie wär's, wenn wir beide da lang schon gehen? Und ihr kommt vorbei, wenn ihr ready seid, okay. Ah ja. Sollen wir im Dorf umher uns umschauen und schauen, ob wir Adrian finden? Vielleicht sind wir, haben wir Glück. Und wir können uns besser kennenlernen. Okay. Mary ist so niedlich. Ravenside Map. Okay. Hallo, erzählst du irgendwas? Nein. Beziehungsweise hast du irgendwas zu verkaufen oder so? Gibt's Händler in diesem Spiel? Außer der eine, der unsere Figments kaputt macht. I want to do the floaties. In dieser heißen Quelle chillen will sie. Mensch, kann man dir nicht übernehmen. Ist schon nice auf jeden Fall.
Okay, nichts. Dankeschön. Okay, wer bist du, Minion? Kann nicht reden. Am I really dead? Du bist tot, Minion. Okay, auch nix. Das ist halt schade, irgendwie. Oh. Da ist Michael ganz rechts. Die Abodes, ich weiß nicht, was Abodes sind. Also Ravenside ist beeindruckender als echt beeindruckender als in den Büchern. Ich glaube, nur wenn Leute sich zusammentun, kann sowas existieren. Und Ravensider sind sehr gut darin, sich zusammenzutun. Selbst wenn sie nicht verwandt, im Blutsverwandt sind, sie sind eine Familie. Du weißt anscheinend sehr viel hierüber, oder? Meine Familie kommt hierher. Wirklich? Ich dachte, du wärst aus dem Süden. Da lebe ich jetzt. Aber bevor mein Vater gestorben ist, haben wir hier gelebt. Oh. Sorry, ich hätte nicht. Es ist okay. Es ist sehr lange her. Ich erinnere mich fast gar nicht. Michael belastet Michael mehr als mich, denn weil er ist älter und hat unseren Vater gekannt. Ah, I see. Was ist mit Michael los? It seems to be a bit erratic. Ich weiß nicht genau, was erratic heißt gerade leider, muss ich sagen. Versteht ihr euch eigentlich? Ja, glaube ich. Er ist irgendwie ziemlich... He's a bit of a mess. Er ist ein bisschen bescheuert. Keine Ahnung, er ist... ich muss ihn auf jeden Fall immer beschützen, dass er nicht irgendwie Ärger macht. Lass mich dann das nochmal klarstellen. Die kleine Schwester muss den großen Bruder babysitten. Der Typ ist ja wirklich durch. Ja, ich hoffe, ihm geht's gut. Was ist passiert, als ich euch getroffen habe im Zentrum? Es hatte was mit Els zu tun. Luke, richtig? Ja. Hat was mit den Apparitions zu tun. Worüber ich eigentlich rede. Weil Luke Amnesie hatte, ist er ziemlich lost. Ich dachte, es wäre die richtige. Ich dachte, es wäre das Richtige, ihm zu helfen. Aber Michael hat es falsch verstanden. Er denkt, dass ich Luke über ihn stelle und das mag er nicht. Es hilft nicht, dass als ich zum anfing, Apparitions zu sehen, das erste, was ich gesehen habe, war Luke. Michael hat das nicht wirklich verkraftet. Ich glaube, er denkt, ich mag ihn nicht oder... wie kann man denn I don't care about him übersetzen? Ey, das... ich glaube, er denkt, dass er mir egal ist, aber... Könnte nicht weiter weg von der Wahrheit sein. Ich wünsche mir, dass wir uns aussprechen könnten. Ich will ihn zurück. Ich hoffe, ich wünschte, alles würde... wieder so sein, bevor alles anfing hier. Oh. Wir alle wollen das. Du bist nicht alleine dabei. Weißt du was? Wenn dein älterer Bruder dich nicht unterstützt, werde ich es tun. Wirklich? Was war das? Ich weiß es nicht. Oh, er ist weg.
Muss der Stein sein. Oh, Q. Okay, ja. Oh. Good Girl Linda. Boah, hier gibt's so viele Türen und so. Holy fuck. Okay. Okay. Jetzt einfach die andere. Wow, really? Ist da wieder nichts? Oder war da was? Hä? Ist doch nichts. Wo soll man denn da hin? What the hell ist mit dir? Hast du Kaffee getrunken? Yes! Alle meine Mitbewohner sind aufgestiegen. Ich habe jetzt alles für mich selbst. Geil. Das ist Snuff. Ich glaube, die Fackeln machen nichts, wenn ich die ausmache. Hier ist wieder nichts. Doch. Ich würde es gerne. Hallo? The fuck? Hallo? Lass mich das anmachen. Ja, geht nicht mehr. Okay. Sorry, dass ich euer Licht ausgemacht habe. Hast du irgendwas Interessantes? Nee. Dü. Das ist geil, wie die ausrastet da. Geil. So. Jetzt waren wir hier. Was ist hier unten? Auch nichts, gar nichts. Ah nein, fuck. Ich wollte noch nicht hier hin. Das ist das Büro, oder? Ja. Bist du bereit reinzugehen? Ja, lass uns gehen. What the fuck? What? Hä? Alles okay? Linda? Meme? Meme, what is it? An apparition? What? Was ist denn Cinch? Wir haben gerade Cinch bekommen. Okay, ist kein Status, aber warum? Cinch. Place Area Minor Burn. Oh. Okay. Oh, nein. Stun Shatter. 500. Ach du Scheiße. Okay, der ist gestunt, der Junge. Geben euch mal Power. So. Defense Sap, ja. Okay, dann. Ah, okay, so viel Schaden ist es jetzt nicht. Body Slam. Ei. Oh. Oh, okay. Yep. Holy shit. Defense runter. Packen ist, glaube ich, sehr gut. Oh boy. Er macht es halt auch zweimal. Greifen wir ihn mal an. Wow. Im Angriff 36. Mal, ja, so. Da ist er. Ah. Bang. Okay.
Wir geben dem unteren mal SP. Ja. Damit du wieder den Jungen stunnen kannst. Okay, du kannst jetzt nichts mehr machen, weil keine SP. Stun Shatter. Jawohl. Moment. Ich möchte Sachen klauen. Du hast mehr Speed. Okay. Gib mal her. Dankeschön. Kannst du noch irgendwas machen? Nö. Du brauchst halt auch SP-Regeneration. Ich weiß nicht, was soll man denn ohne SP-Regeneration machen? Ganz ehrlich. WTF? Was macht denn der Lonely Burst für Schaden? Ja, der macht halt nur Burn. Ich mach mal Ether ab. Dann gebe ich ihm SP, damit er wieder die Defense runterhauen kann. Es ist halt nett, er macht halt den Debuff zweimal drauf. Das ist halt zweimal Major Dis Defense, was halt krank ist, glaube ich. Magic Strikes. Ups. Hä? Macht doch genauso viel Schaden wie ohne Debuff. Irgendwie rede ich es nicht. Gestunt, okay. Also, hä? So richtig rall jetzt nicht, warum, was da gerade war. Was war das jetzt gerade? Geht's dir gut? Linda? Was ist passiert? Du wurdest ein bisschen katatonisch. Geht's dir gut? Ja. Ich dachte, ich habe dich in eine Apparition verwandeln sehen oder so. Es ist okay, ich bin hier. Kannst du gehen? Ja, ich glaube schon. Lass uns Frank und Bill treffen. Wir können eine kurze Pause machen, weißt du? Ist okay, lass uns gehen. Trust, okay. Thanks to Lindas Support. Danke, Linda, okay. Gucken mal, was der kleine Mann kann. Gift gives this character status ailments to the target and multiplies their effects. Okay. Hug. Gives this character status ailments to the target and increases their turn counter. Was ist ein Turn counter? Ach so, weil... Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel... wir haben einen Power Buff, der noch zwei Runden geht. Wenn wir das dann... Wenn wir... den Buff jemanden geben hat, geht er dann noch drei Runden, glaube ich. Grant. Okay, das ist einfach das bessere Gift. SP Share, Revive. Increase the target's status duration. Das kann, glaube ich, richtig geil sein. Aber, wenn man viel mit Stati spielt, dann ist das Ding, glaube ich, richtig geil. Aber so, ich glaube, für uns ist es gerade nicht so gut. Wir machen mal weiter mit unserer Aufstellung. So, was ist hier? Aha. Brauchen wir bestimmt einen Schlüssel, oder? Ja, Rohr als Key. Naja. What? Hier kann man weiter? Nee. Ach so, da oben. Ja. Okay, der Roald gibt uns anscheinend den Schlüssel für dieses Tor dann. Aber ich will nochmal weiter erkunden.
Hier ist nämlich noch was. Da kann man nicht hin. Nochmal Häuser oder Wohnungen. Nochmal ein Stein. War Michael auch hier? Okay. Kommt man wieder raus, ne? Ja. Dun dun. Und raus, wette ich einfach nur. Nein. Oh Mann, ich will das nehmen. Danke. Mein Gott. So. Okay. Ging es da jetzt noch hoch? Noch weiter hoch? Oder was war da noch? Ne, nur runter, ne? Ne, okay. Hier. Runter. Was haben wir denn hier? Geht's auch nochmal runter. Hast du Geburtstag, mein Junge? Ja, ich glaube, der hat Geburtstag oder so. Jedenfalls redet er von irgendeinem Geburtstag. Ist auch wieder gar nichts. Bin ich der Typ, der jetzt immer mit jedem NPC spricht. Wenn ich merke, das bringt einem nichts. Klar, die können natürlich, der ein oder andere kann vielleicht was Witziges sagen oder was Schönes, aber... Irgendwie kommt mir das dann immer sinnlos vor. Mag es nicht, sinnlose Dinge zu tun. Yeah, I love cats. Er mag Katzen, okay. Ja gut, dann würde ich sagen... Ach, ist das die, die hier ein Bild... Die haben wir doch schon mal getroffen, oder? Ja. Ich würde sagen... Oh. Door. What the hell? Oh. Ah, ein SHMC. Wie viel davon haben wir denn davon jetzt? Was war das? Send Help Membership Card. 6, wir brauchen 10. Okay. Ich würde sagen, das war es jetzt aber wirklich mit der Folge. In der nächsten Folge gehen wir in das Büro von dem Deputy. Nicht wahr? Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.